aus gegebenem Anlass Immobilien in der Karibik kaufen. Ist das eine gute oder eine schlechte Idee? Da muss man natürlich immer unterscheiden als Investment und als privater Hintergrund, zum Beispiel als Alterssitz oder sonst was. Dementsprechend gehen wir hier mal auf die Investment-Vor- und Nachteile ein. Emotionale Gründe sind ja bekanntlich immer andere Kaufgründe als Investmentgründe. Dementsprechend hier die finanzielle Brille, die wir aufhaben. Generell ist es ein großer Schritt, eine Entscheidung zu treffen, ob man eine Immobilie im Ausland kauft oder nicht. Man kann als Deutscher in Österreich, in der Schweiz, in Polen oder so oder in Frankreich relativ nah was erwerben. Das ist auch europäisches Gebiet mit relativ ähnlichem Recht. Wenn man so weiter weggeht, wie zum Beispiel jetzt hierher auf die Dominikanische Republik, das sind einige ungeklärte Variablen, wo ich jetzt auch ehrlich gesagt selber keine Ahnung davon habe, wie bekomme ich mein Geld hierher, wie bekomme ich rechtssicher einen Kaufvertrag geschlossen, ist das dann alles Zug um Zug abgesichert, gibt es irgendwelche Hürden, dass mich ein Käufer oder ein Verkäufer abziehen kann, dass die Immobilie mehrfach verkauft wird, weil es gibt so Länder, da ist nicht so ein sauberer Grundbuchprozess wie in Deutschland, da kann halt ein Verkäufer nochmal verkaufen, kann doppelt kassieren, wenn man nicht aufpasst, klar, das ist nicht erlaubt, aber wenn du als Käufer dann bezahlt hast und dann hinterher das Problem hast und vielleicht auch die Kohle wieder bekommst, ist es definitiv ein sehr unnötiges Thema, wo man nicht unbedingt mit sich beschäftigen möchte. Dementsprechend sehr vorsichtig sein, was die rechtlichen Sachen angeht. Hier gibt es auch einige Bauruinen, die wir gesehen haben. Also es gibt viele, viele Bauruinen. Gerade hinter mir ist auch eine da hinten. Das ist so ein Projekt, das wurde vor 30 Jahren angefangen zu bauen. Und seitdem ist es im Rohbau, der Beton. Sieht erstaunlich gut noch aus, also es ist komplett alles aus Beton gegossen, sieht erstaunlich gut noch aus, aber es ist halt nie fertig gebaut worden, das Ganze, weil das hat irgendwie so einen Drogendealer gehabt, der wurde auch vom FBI dann einkassiert und das Thema ist, seitdem liegt es rum, jetzt hat es ein Franzose anscheinend gekauft und der will jetzt weitermachen, aber ist auch schon wieder 3 Jahre her und ist immer noch nichts passiert, großartig, also in 3 Jahren werden in Deutschland komplette Bauprojekte gebaut, wenn die Genehmigung da ist. Die Genehmigung dauert immer ein bisschen länger, aber der Bau geht dann eigentlich schon in 3 Jahren über die Bühne. Vor- und Nachteile von Auslandsimmobilieninvestments. Ein Riesenvorteil ist eine Diversifikation. Also gerade streiten sich ja die Geister, ist Deutschland auf dem absteigenden Ast oder nicht. Who knows? Wenn es mal schlechter läuft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mal wieder besser läuft, natürlich auch da. Aber manche sagen halt, es ist andersrum, je nachdem. Auf jeden Fall ist es eine gute Diversifikation, im Ausland zu investieren. Gerade halt so Urlaubsregionen sind halt immer gefragt, das ist ein Seasonal Business, manchmal mehr gefragt, manchmal weniger. Das spiegelt sich in den Auslastungen bei Kurzzeitvermietung als auch in den Verkaufspreisen wider. Das ist ähnlich, wenn man einen Sportwagen verkaufen will. Im Frühjahr sind die Leute bereit, höhere Preise zu zahlen als im Winter. Außerdem gibt es eine sehr hohe Rendite-Opportunity. Das heißt, man kann sehr viel Gewinn erwirtschaften, wenn man in risikoreichere Dinger investiert. Also umso höher die Rendite, desto höher natürlich auch das Risiko in der Regel. Durch meine ganzen Reisen, die ich mit meinem Bruder unternommen habe, die letzten 5 oder 10 Jahre, haben wir viele Locations gesehen, die anfangs extrem günstig waren noch. Und dann aber jetzt, wenn ich so gucke, 2024, die Preise haben komplett geschossen durch die Decke. Und wenn man da gekauft hätte, wäre es halt der krasse Deal gewesen. Wir waren in ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, so ey, das war schon eine gute Möglichkeit. Wenn man halt da Land kauft, hält und verkauft, hat man keine Unterhaltungsthemen. Weil das ist auch ein negativer Punkt, den ich später noch darauf eingehe, der Unterhalt. Aber wenn man Land kauft und das dann weiterverkauft und die Struktur einfach besser wird in so einer Stadt, wenn es teilweise nicht mal Straßen gibt am Anfang, dann kann man da schon geile Gewinne erwirtschaften. Aber es kann natürlich auch nach hinten losgehen. Wir haben auch eine Location besucht, das war Nicaragua. Das ist sehr politisch instabil gewesen damals. Und da gab es auch so ein paar Jungs, die haben wir kennengelernt, so Australier, die haben ein Hotel gebaut. Und das war 2015 oder wann waren wir da? 16, 17, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ist schon ewig her auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr genau. Und die haben jahrelang wirklich gekämpft, um dieses Ding fertigzustellen. Jetzt ist es fertig, dann gibt es irgendwelche Übergriffe von Einheimischen, die neidisch sind und so. Also nicht überall ist das so, aber dort so eine Missgunst irgendwie, die da herrscht. Und da muss man echt auch aufpassen, ob die halt ihr Geld jemals wieder rausholen oder nicht. Kann ich nicht beurteilen. Die Preise sind halt übelst hoch, was die verlangen pro Übernachtung im Vergleich zu benachbarten Anwesen. Aber die holen dann halt teilweise auch die Kunden mit Social Media Marketing aus Australien dahin. Also die Kunden kommen nicht so auf Booking.com und schauen so, hey, wo kann ich hier geil Urlaub machen, sondern das sind wirklich zielgerichtete Marketingkampagnen, um die Leute dahin zu holen. Da gibt es dann immer solche Bubbles, schwedische Bubble,
australische Bubble. Deutsche habe ich da sowas in so eine Richtung noch nicht gesehen. Und dann kommen immer die Leute aus dem Land dann in diese Hotels von den Leuten rein. Und das ist halt dann sehr aufwendig. Kann auch nach hinten komplett losgehen, aber hohe Rendite-Opportunity bietet es definitiv. Weil wenn der Nachbar für 10 Euro vermietet und die für 300 Dollar die Nacht, das ist definitiv ein riesen Unterschied. Des Weiteren ist natürlich auch eine coole Sache, wenn man so eine Immobilie im Ausland besitzt, für seine Altersruhe sitzt. Also viele Leute, wenn die in Rente gehen wollen, im Ausland dann den Rest ihrer Zeit verbringen, was schön warm ist. Und dafür ist natürlich auch cool, das ist ein heimisches Gefühl, wenn man da wohnen kann als Eigentümer anstatt als Mieter, wenn man es sich leisten kann. Und auch gibt es in manchen Ländern Steuervorteile, wenn man dort Eigentümer ist. Gerade auch in Dubai zum Beispiel gibt es auch so Visum. Ein spezielles, wenn man eine gewisse Kaufsumme da lässt. Und da gibt es auch in anderen Ländern wie Costa Rica auch Prämien. Bei einer gewissen Kaufsumme bekommst du die Residency. Das heißt, du bekommst so nicht den Pass, aber die unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigung. Und das sind halt schon coole Features, die man da hat in anderen Ländern, weil die locken die Leute, die richtigen Leute in das Land, ja, und nicht die falschen. Und das ist super, wenn man da weiß, welche Länder welche Vorteile mit sich bringen. Und da kann man dann dementsprechend auch einen guten Deal machen. Aber natürlich ist so ein Investment im Ausland auch mit Nachteilen verbunden, wie jetzt schon vorhin gezeigt, das Ding da hinten. Das gammelt vor sich rum 30 Jahre lang und es passiert einfach nichts. Und bis da mal was passiert, ich weiß nicht mal, ob es da Pläne gibt von dem Haus oder keine Ahnung. Der Käufer, der es jetzt gekauft hat, da hämmern die Handwerker den ganzen Tag rum. Ja, aber wohl steht es schon seit 3 Jahren so rum und da passiert einfach nichts. So, ist halt nicht... hier gibt es halt nicht die Möglichkeiten, in anderen Ländern gibt es nicht so die Möglichkeiten, dass man da schnell und einfach das Ding über die Bühne bekommt. Und dann halt auch noch das nächste Thema ist, hier ist eine Wohnanlage, da wohnen wir. Das sind 15 Wohnungen drin. Ne? Das schaffen die jetzt auf dem Dach schon. Das Dach wird neu gemacht, weil es undicht ist. Wir haben mit einem gewohnt, der Long-Term-Mieter ist hier. Der hat gesagt, zum Glück ist er nur Mieter, weil die Hausgelder so heftig sind, weil es direkt Oceanfront ist. Es ist so teuer, der Unterhalt. Da zahlt irgendwie jeder 600 Dollar im Monat Unterhalt. Hier gibt es Gärtner, dann gibt es einen Pförtner, dann gibt es Handwerker, Hausmeister, Putzpersonal, alles komplett, die Instandhaltung vom Garten. Ey, das ist ein Aufwand ohne Ende. Und die Rücklagen reichen nicht aus für die Mängel, die jetzt halt auftreten. Deswegen sind die Immobilienpreise in diesem Haus jetzt endgünstig. Neubau ist auch günstig, weil es gibt so viel Angebot hier. Vor allem, wenn der Typ jetzt da hinten sein Riesenprojekt fertig baut. Das ist so groß, das Ding ist riesig. Da sind vielleicht 100 Wohnungen drin oder so. Und alle, also die anderen hier rumstehen eh auch schon großteils leer. Das heißt, der eine hat's im Pool hat zu mir gesagt, that's not how real estate works. Das heißt, wenn du viele Immobilien baust in einer Lage, wo keiner die braucht, dann bringt es halt einfach nichts. Ja? Und dementsprechend muss man immer wissen, wo kaufe ich, dass ich nicht in so eine Falle reintappe. Dann hast du halt noch das Währungsrisiko. Das heißt, man kauft das für einen gewissen Betrag im Ausland und dann verändert sich das Verhältnis zum Wechselkurs und man verkauft wieder, kann sich für dich entwickeln, aber auch gegen dich. Wenn es in Cash gekauft wurde, dann ist es halb so wild, dann hat man ein bisschen Geld verloren. Wenn man es halt finanziert hat, kann es einem schon echt böse auf die Füße fallen. Man muss halt sich auch gut auskennen in dem Land und die wirtschaftliche Situation gut einschätzen. Inflation, strukturelle Stärken, Schwächen, irgendwelche Gesetzesänderungen, Grundsteuererhöhungen und so weiter. Da blickt man ja in Deutschland schon kaum mehr durch, was da alles passiert. Deswegen, es ist nicht so einfach, wenn man mietet und einem gefällt es nicht mehr. Tschüss, ade, auf Wiedersehen. Bei diesem alten Haus, in dem wir jetzt wohnen, ich schätze so 70er Baujahr ist es, da ist die Qualität vom Gebäude echt gut. Also innen drin Bäder und so könnten halt neuer sein, klar. Aber die Lage ist dafür top. Du hast Oceanfront und altes Haus halt. Ne? Die Neubauten hier in der Region, die sind viel schlechtere Lagen, weil sowas wird nicht mehr genehmigt, dass du einen eigenen Garten hast mit Strand. Und die Bauqualität ist halt viel schlechter, aber die sind halt neu, die Sachen. Aber ja, muss man halt wissen, was will man. So ein neues Haus hat man dann 10 Jahre seine Ruhe vielleicht mit der Instandhaltung. Hier geht es jetzt halt voll ab mit Sanierungsmaßnahmen, wo man halt nicht drum rum kommt. Und wenn man jetzt hier was kauft und hier wohnt, dann ist alles gut. Man kann kurz richten, wenn was ist. Gibt halt kein Obi zum Material besorgen. Das ist in anderen Ländern ähnlich. In manchen gibt es bessere Sachen, in manchen nicht. Und man kann halt keinen Quickfix machen. Man braucht Leute vor Ort, vor allem wenn man halt nicht dauernd da ist. Wenn man jetzt mal weg und dann ruft ein Nachbar an und es ist ein Wasserschaden in deiner Wohnung. Was machst du dann? Du bist in Deutschland, die Wohnung ist abgesperrt, da müssen die Leute rein und dann muss man da sich drum kümmern. Man kann nicht kurz mal vorbei und sich drum kümmern. Gerade gehen ja auch so Videos im Internet umher, gerade vom Telegram-Gründer und wer hat noch sowas gesagt? Jede Menge Leute, die wohlhabend sind, sagen das.
Eigentum verpflichtet. Man braucht halt nicht so viel Zeug einfach, um frei zu sein. Wenn Freiheit das oberste Gut ist, dann sollte man auf keinen Fall was kaufen. Wenn man sagt, ich brauche das, um daheim mich zu fühlen, dann go for it. Das waren jetzt mal kurz erläutert die Vor- und Nachteile. Ein bisschen Bezug nehmend hier auf die Dominikanische Republik. Jedes Land hat nochmal eigene Vor- und Nachteile. Ist auf jeden Fall ein großer Schritt, sowas zu kaufen, weil ich sage es auch immer beim Unternehmen gründen, angefangen hat man gleich, gekauft habe ich was gleich, aber verkauft oder beendet, eine Firma zu beenden, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Kenne vorm Einstieg schon die Ausstiegskosten und die Ausstiegshürden, um zu wissen, ob du das Risiko und diesen Aufwand und diesen Hustle eingehen willst oder nicht. Eigentum verpflichtet, dem muss man sich bewusst sein und ich denke, das ist der größte Nachteil, mit dem man sich abfinden muss, wenn man derartiges macht. Danke fürs Anschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und wenn ihr über den Kauf einer Auslandsimmobilie nachdenkt, dann lasst mich mal wissen, in welchem Land und warum. Würdet ihr dort selber einziehen wollen oder wollt ihr lieber etwas kaufen als Investment zum Flippen, zum Behalten im Bestand und zum Vermieten, langfristig vermieten oder Airbnb? Das sind alles Fragen, die mich echt interessieren. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, eure Meinung zu dem Thema. Und bis bald. Ciao.